Das hier sind heute meine Helfer. Ja, und damit machen wir was ganz Besonderes, nämlich Kräuterstempel. Und zwar für Massagen. An meiner Seite Kräuterexpertin Sigrun Böhme. Unsere Haut ist das größte Entgiftungsorgan. Das nimmt also Kräuterwirkstoffe sehr gut auf. Und je nachdem, welche Wirkung mir am Herzen liegt oder was ich möchte, stelle ich den Kräuterstempel mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen zusammen. Mit dieser Auswahl wollen wir als erstes einen Kräuterstempel machen, der aktiviert. Mit Wacholderbeeren, Kreuzkümmel, Nelken, Senfkörnern, gemahlenem Ingwer und Koriander. Denn gerade wenn man mal wieder stundenlang am Rechner gesessen hat und verspannt ist, sorgen sie für ordentlich Durchblutung. Los geht's. Wir brauchen als erstes ein Baumwolltuch, ideal 40 x 40 cm. Anschließend zerreiben wir alles kurz im Mörser, damit die wertvollen Inhaltsstoffe freigesetzt werden. Alles wird schön vermischt. Riecht richtig gut. Pro Kräuterstempel brauchen wir etwa 100 Gramm Gewürzmischung. Wir haben jetzt hier noch Reis, Leinsamen, Dinkel stehen. Genau, Leinsamen, das wäre so mein Favorit, weil der Leinsamen gutes Öl hat und sich auch guter Körperform anpasst. Und weil man ihn als Wärmespeicher braucht. 30 bis 50 Gramm etwa fügen wir hinzu. Alles zusammen kommt in die Tuchmitte. Und den hier brauchen wir auch gleich, einen 80 cm langen festen Strick. So, jetzt nehmen wir unsere vier Enden. Jetzt geht's ans Falten. Ich folge ganz brav den Anweisungen von Sigrun Böhme. So, und dann hier unten richtig schön fest, ja, festdrücken. Richtig schön straff. Und auch schon ein bisschen formen, dass es wie so ein Stempel aussieht. Jetzt machen wir den Sack zu. Sigrun zeigt mir eine spezielle Falttechnik für den Stempelgriff. Zuerst Spitzen umschlagen, einwickeln, dann festzubinden und fertig. Die Stempel gehen nun für 10 Minuten baden. Ganz wichtig, in kaltem Wasser. Damit bleiben alle Wirkstoffe erhalten. Die können sich nämlich jetzt entfalten, im Dampfbad für 10 bis 20 Minuten. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut, denn jetzt kommt der angenehme Teil. Noch kurz in warmen Öl eintunken und ich bin bereit. Das ist aber schön warm. Egal ob klopfen, streichen oder kreisen, alles ist erlaubt. Die Massage dauert etwa 10 Minuten, so lange ist der Stempel warm. Die Poren öffnen sich, sodass die Inhaltsstoffe schön in die Tiefe gehen, schmerzlindern. Und auch hervorragend an Händen und Füßen wirken. Für Situationen wie diese hier, wenn einen Kopfschmerzen mal wieder plagen, ist ein Kräuterstempel fürs Gesicht ideal, der für Entspannung sorgt. Mit getrockneten Rosenblüten, Zitronenmelisse, Lavendel und Hopfenblüten. Unser Tuch diesmal kleiner, 20 x 20 für nur 50 Gramm Kräuter. Die nicht mörsern, sondern gleich mischen. Ansonsten dasselbe Prozedere wie beim ersten Stempel. Und ich komme noch einmal in den Genuss. Also der Duft in Kombination mit der Wärme ist einfach irre gut. Was ich auch super finde, den Kräuterstempel kann ich sogar mehrfach benutzen. Ganz wichtig, kühl, trocken und dunkel lagern. Übrigens, Patienten mit Diabetes, Nieren- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sollten diese Kräuterstempel zunächst mal nicht verwenden, sondern erst mal mit ihrem Arzt darüber sprechen. So, ich fand das total entspannend aus, habe ich richtig Lust bekommen, auch mit dem Kräuterstempel mich massieren zu lassen. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Wellness-Massage. Jetzt kenne ich auch die normalen Massagen, die klassische Massagetherapie, die ist manchmal eher aua. Genau, weil es Richtung medizinische Massagen einfach geht. Das heißt, der Patient hat irgendein Symptom, hat Schmerzen, geht zum Arzt, lässt sich ein Rezept verordnen und kommt mindestens 6-mal zur Behandlung. Und was ist denn jetzt so genau der Unterschied zwischen der medizinischen Massage und der Wellnessmassage? Also muss eine medizinische Massage immer wehtun? Muss ich wehtun, aber ich sag mal schon, die Ausbildung ist natürlich schon unterschiedlich und der Therapeut erfolgt, möchte irgendeinen Erfolg haben. Das heißt, macht einen Befund und therapiert quasi die 6-mal darauf hin, dass der Patient natürlich irgendwann schmerzfrei wird. Also es geht auch wirklich um Symptome, nicht um Entspannung in dem Moment. Genau. Ja? Okay. Jetzt hatten wir eben schon in dieser Zentrifugalmassage gesehen, dass da gar keine Öle verwendet werden, auch keine Kräuter, sondern Seife. Genau.
Ganz normale Kernseife? Ganz normale Seife, vor allem ohne Zusatzstoffe, pH-neutral sollten die sein, ohne Duftstoffe, also wirklich handelsüblich, ganz normal, nichts Besonderes. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen zu Hause sagen, ich möchte das auch probieren, aber vielleicht gar nicht gleich an der Schulter, weil das waren ja schon einige Griffe, die wichtig sind, die man lernen muss. Aber diese Art von Massage, auch mit der Seife, kann man auch bei Beschwerden machen, zum Beispiel bei den Händen. Genau, beim Karpaltunnelsyndrom ist es sehr zu empfehlen. Ich mache es jetzt mal vor. Beim Karpaltunnelsyndrom, das heißt also hier... Wenn ein Engpass quasi zwischen Daumen und Handgelenk. Was auch ganz wichtig ist, zum Beispiel bei einer Arthrose im Handgelenk, wie wir es vor uns hatten, dass man auch mit Zug und Druck arbeitet. Das kann man natürlich mit der Seife dann genauso versuchen, dass man wirklich sich 5 Minuten Zeit nimmt am Tag. Das Wasser sollte bitte nur lauwarm sein, nicht zu heiß. Das sieht jetzt aus wie Händewaschen. Erstmal ja. Wir brauchen ja erstmal eine gewisse Schäumigkeit in der Seife. Und dann mache ich vom Daumensattelgelenk fange ich an, beziehungsweise am Daumenballen. Gehe dann hier über das Karpalband. Also versuche diesen Bereich zu lockern und zu lösen. Gehe auf die Außenbereiche ein. Und ganz wichtig, alles was Richtung Hand geht, natürlich die Beugesehnen und die Strecksehnen von der Muskulatur. Das heißt, ich gehe auch mal auf den Unterarm mit ein. Gehe hier in die Massagetechnik und natürlich auf diesen Muskel, der sogenannte Hammermuskel, bei dem ist es sehr, sehr interessant, weil der auch bis zum Daumensattelgelenk zumindest strahlt in die Richtung. Ja. Und viele haben auch Probleme in diesem Bereich. Okay, wie oft muss ich das machen? Das kann man täglich machen, Tatsache. Ja. Und ich würde, wie gesagt, so 5 Minuten, 6 Minuten bei lauwarmem Wasser, Waschbecken oder eine Schüssel sich nehmen und einfach ordentlich einseifen. Das kann man ja sozusagen in seiner täglichen Routine an Zähneputzen ranmachen, wenn ich mir sowieso die Hände noch mal wasche. Dass ich sage, da wasche ich halt nicht 1 Minute die Hände, sondern 5, 6 Minuten die Hände. Genau. Sozusagen. Kann ich da irgendetwas falsch machen selber? Bei der Technik eigentlich nicht. Okay. Ja. Kommen wir noch mal einen Schritt zurück zu normalen medizinischen, klassischen Massagen. Es ist ja immer so mit Medikamenten, es gibt Indikationen, ich muss etwas tun, Kontraindikationen, ich darf es nicht tun. Wann darf ich denn normale Massagen nicht machen? Ich sag mal, es gibt keine absolute Kontraindikation, finde ich. Bei Schwangerschaft sollte man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht den Lendenbereich natürlich auslässt, mehr Schulter-Nacken bearbeitet. Bei Patienten, die akute Symptome haben, Fieber haben zum Beispiel, offene Wunden natürlich, sowas ist alles ein bisschen gefährlich. Und Patienten, die wirklich eine sehr starke Behaarung haben, das wird eher die Männer betreffen, auf dem Rücken zum Beispiel, oder die Haare am Bein zum Beispiel, wenn es um eine Beinmassage geht, weil man kann wirklich die Haarwurzeln reizen und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Das heißt, den Rücken vorher zu Hause rasieren, dann wäre das auch wieder möglich? Das wäre eine Möglichkeit, genau. Ah, okay, alles klar. Vielen lieben Dank, es fand ich wahnsinnig interessant. Ich habe noch nie von einer Massage mit Seife gehört, danke. Und ich werde das auf jeden Fall in mein normales Tageswaschprogramm mit einbauen. Danke, schön, dass du da warst.